Darf man sich den Junggesellenabschied von Prinz William so vorstellen? Splitterfasernackt mit Bobbyhut? In dieser Eismanufaktur am Covent Garden ist alles erlaubt. Auch Kate Middletons Hens Night Kostüm sieht verboten aus. The Ice Creamists sind der neue Schrecken der Royals. God save the Queen. Londons kältester kulinarischer Provokateur heißt Matt O'Connor. Der Ex-Punk lässt in seinem Labor zum Beispiel Eis aus Muttermilch herstellen. In seinem neuesten Laden, direkt im Covent Garden Market, wird Eis zum politischen Botschafter. Eiscreme ist eine Welt für sich. Sie ist in einem Zustand des Flusses. Erst ist sie gefroren, dann schmilzt sie und dann geht sie kaputt. Im Zeitalter von Pandemien, Epidemien, schmelzenden Polen, dahinschmelzenden Finanzmärkten und Kernschmelzen ist Eiscreme die ideale Metapher. Seit seinem Kunststudium in London modelliert Simon Kennedy riesige Fastfood-Skulpturen. Am meisten aber fasziniert ihn die Nachbildung eines unschuldigen Kindertraums, der weltweit große Gefühle auslöst. Jeder kennt diesen Moment. Deine Waffel zeigt nach oben. Du leckst dein Eis und genießt es. Die Welt scheint in Ordnung. Und dann passiert es. Entweder selbst verschuldet oder aufgrund einer Macht außerhalb unserer Kontrolle. Wir lassen unser Eis fallen. Ein Symbol für das Leben. Etwas kann heute fantastisch sein und am nächsten Tag ist alles vorbei. Simon Kennedy kennt sich aus mit emotionalen Achterbahnfahrten. Vor ein paar Jahren kam er desillusioniert und mittellos nach Berlin. Seine Kinder ließ er in London zurück. Lange Zeit haderte er mit seiner Popart als niedere Kunstform. Inzwischen aber schätzt er die Wirksamkeit ihrer Botschaft. Humor kann eine Menge verändern. Das lerne ich gerade. Wir sollten alle uns zur Verfügung stehenden Waffen nutzen, um auf die Ungerechtigkeiten in dieser Welt hinzuweisen. Für die Ära nach der königlichen Hochzeit tüftelt Matt O'Connor bereits an neuen subversiven Kreationen. Fukushima heißt eine Sorte, die nach Wasabi, Fischeiern und Algen schmecken soll. Wahrscheinlich wäre die Queen auch darüber not amused.